Willkommen zurück bei Fire Emblem Three Houses. Kämpfen. Wir wollen kämpfen. Wir machen auf jeden Fall einen optionalen Kampf. Weil wir ja Raphael dabei haben. Für alle, die es vielleicht noch nicht wissen. Und man kann übrigens mit Neigung des Controllers bewegt man die Figur übrigens. Das heißt, also gar nicht so einfach. Springt sehr verzögert. Ui. Das mit dem Neigen wusste ich auch nicht. Ich habe mich nur immer gewundert, warum sie manchmal nach rechts und manchmal nach links läuft und manchmal stehen bleibt. So. 10 von 10. Perfekt. So. Haha. Die Horror-Map. Hier werde ich aber jetzt anders vorgehen. Wir werden jetzt mit einer Gruppe hier schon mal nach links gehen und mit der anderen Gruppe nach oben. Und dann schauen wir mal. Ich werde das auf jeden Fall aufsplitten. Wir haben ja hier schon einmal Heilung. Und Dorothea hat so wenig Zauber. Meine Güte. Ja, es ist natürlich auch gar nicht so dumm. Die Klassenmeisterschaften zu leveln, nicht wahr? Aber da ja alle erst den Klassenaufstieg hinter sich haben, dauert das ja noch. Das Examen, den Stufenaufstieg, wie auch immer man das nennen möchte. Oder Raphael nehmen wir auf jeden Fall mit nach oben. Wir gehen mit nach links. Petra, Raphael, Casper, Bernadetta. Und Linhard nach oben. Ne, wir nehmen Hübi noch mit nach oben, weil Hübi ganz krass viel Erfahrung braucht. Da müssen wir aber Hubert und Linhard mitnehmen, weil Hubert noch keine Heilzauber hat. Das heißt, wir nehmen uns, Edelgard, Ferdinand, Dorothea und Bernadetta mit nach links. Klingt doch gar nicht so schlecht, wa? Huch! Dann stellen wir Casper nochmal nach da. Linhard nochmal nach da. Uns nach da. Stell den dann da oben in die Ecke. Dann passt das. Okay. Unterstützung können wir uns jetzt nochmal angucken. Oh, Moment mal. Wir müssten ja... Wie ist das mit der Unterstützung? Man muss schon in der Nähe stehen, ne? Das heißt ja, eigentlich müssten wir ja Raphael... Oder müssten wir uns mitschicken. Dann nehmen wir uns mit nach oben. Und Raphael. Because of Unterstützung und so. Dann speichern wir nochmal. Aber was hat denn Raphael? Moment mal, was hat denn Raphael? Bestimmt Eisenpanzerhände, ne? Ja. Habe ich das gerade richtig gesehen? Ist Raphael Level 4? Puh. Nee, Level 7. Ich gucke die ganze Zeit auf die Beweglichkeit. Was? War was? So. Na dann, wollen wir mal. Amras oder Edelgard dürfen nicht besiegt werden. Und wir müssen alle Gegner besiegen. So, und jetzt gehen wir das Ganze offensiver an. Mir reicht's. Wir können zurückspulen. Ja, die kommen natürlich... Das ist halt so doof, dass die ins Gebüsch kommen halt, ne? I am Ferdinand von Eyre. Ja, ja. Ich rüste ihm erstmal die Eisenlanze aus. Oh, wobei, das sind alles Axtkämpfer, ne? Oh, easy. Easy going. I will prevail. Da, 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 da.
I will get the victory. Die werden wir alle ziemlich gut doppeln. Okay, die kommen alle nicht dahinter. Die kommen da nicht dahinter, wir sind zu schlau. Nee, Strategien wollen wir jetzt noch nicht einsetzen. Oh no. Bernadetta, chillen. Kriegen wir alles hin. Ah, haben die, können die, kommen die? Put me in there. Ich putte dich sowas von in there, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Eisenaxt, bitte. Die Eisenpanzerhände sind jetzt nur Notfallwaffe bei Casper. Ah, ich hatte die Strategeme ja mal. Dings hier. Stay focused. Wir nehmen mal unser Eisenschwertchen. Battle. Und dann Linhard. Holen wir mal Linhard ran. Und Hübi ran und dann gucken wir mal. Sehr schön. Ilgard lässt was dran. Finde ich gut. Perfekt. Keiner geht ins Gebüsch. Petra lässt auch einen dran. Finde ich jetzt auch gar nicht so schlimm. Um ehrlich zu sein. Sehr schön. So muss das laufen. Wir treffen der Gegner nicht. Okay, du kommst nach da. Du gehst auf Raphael. Jawohl. What a fight. Wir müssen jetzt eigentlich sehen, dass wir so schnell wie möglich eigentlich aus dem Gebüsch rauskommen, damit damit die Gegner nicht auch im Gebüsch stehen, wenn wir kämpfen. Das gilt es nämlich meiner Meinung nach ziemlich zu vermeiden. So, jetzt können wir. Jetzt können wir hier erstmal gucken, was Ferdinand so ausrichtet. Das ist aber auch manchmal schwer zu erkennen. Okay, der Bogenschütze, den würden wir locken. Wir treffen sicher und werden ganz sicher kaum getroffen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Das finde ich eigentlich ganz gut. Weil den würden wir mit Sicherheit mit Dorothea 15 hat er dann noch. Natürlich machen wir nur 14. Mit Thoron treffen wir immerhin auch zu 91%. Okay. Vielleicht aber auch. Okay, Bernadetta würde mit dem Stahlbogen schon ganz gut regeln. Dann probieren wir das doch mal so, nicht wahr? Wie viel machen wir? Ne, wir nehmen hier einfach die Stahllanze, da sind wir super safe. Er trifft uns bestimmt mit 21%. Sehr gut. Sehr schön. So, dann haben wir gesagt, hier mit der Bernadetta. Dann können wir noch den Eisenbogen nehmen. Perfekt. Schwupp. Got him. Ach shit, mussten wir bei Bernadetta vielleicht ein bisschen mehr auf Lanze gehen? Ja, ne? Für Pegasus und so. Sie hat Lanze aber immerhin schon C. Das ist ganz gut. So, hier unten läuft das jetzt folgendermaßen ab. Die Sache ist, wir kriegen die nicht alle drei klein. So viel steht mal fest. Äh.
Petra killt auf jeden Fall. Doppelst du den hinten vielleicht? 2x14. Dann können wir eigentlich mit Petra schon fast den aus dem Weg räumen. Haben aber dann das Problem, dass in der nächsten Runde wahrscheinlich Petra angegriffen wird, weil wir auch noch nicht den Konterschuss haben. Ich weiß nicht, wie er richtig heißt, aber dass wir halt, wenn wir im Nahkampf angegriffen werden, mit dem Bogen ausgerüstet, dass wir trotzdem noch einen Gegenangriff starten können. Oben sehe ich jetzt ehrlich gesagt weniger ein Problem. Wobei, wir kriegen die ja doch alle klein, wenn Petra... Ja, doof. Wenn Petra den hier wegbolzt, ist das ja auch kein Problem. Witness Bridget Pride. Yeah, Bogen 10. One step before the next step. Eben noch von gesprochen und jetzt schon auf unsere Showbühne. So, dann würde ich sagen, gehen wir mit Edelgard schon mal nach hier. Und nehmen den mal raus. Failure is not an option. Und Dorothea darf nach hier. Und darf, glaube ich, schwerten. Weil wir so wenig Zauber haben. Winning's always nice. Das Gewand sieht voll cool aus von Dorothea. Muss ich ja mal so sagen. So, und hier oben. Wie sieht's aus? So, mit Casper. Können wir nach hier gehen. Und wären dann auf jeden Fall... Stünden wir so, dass wir nicht angegriffen werden können. Also, dass dass der Gegner sich nicht ins Gestrüpp stellen kann. Das ist aber, wollen wir denn das mal vielleicht mit... Warte mal, nur mal ganz kurz gucken. Hübi. Du kannst doch mal gucken, nimmst du den vielleicht sogar raus? Doppelst du? Nee. Tu dann nicht. Dann möchte ich doch erstmal mit Raphael nach hier gehen. Nee. Wir nehmen mit Hübi. Nehmen wir den erstmal raus da. So. Hardly worth my time. Hübi braucht nämlich Level wie ein Sau. This is harder than expected. Ja. Das trifft's irgendwie ziemlich genau. So, wenn wir nachher gehen. Ich weiß nicht, ob das, was ich jetzt mit Raphael hier mache, wenn wir ihn später rekrutieren. Ist er wahrscheinlich auf einem höheren Level. Das heißt, die Erfahrung, die er hier sammelt, wenn er überhaupt Erfahrung sammelt, das weiß ich gar nicht, die ist mehr oder weniger hinfällig. Deswegen will ich hier mit Raphael eigentlich nicht killen, sondern möchte eigentlich nur irgendwie ihn dabei haben. Habe ich uns extra... Ah, ne, ich wollte das. Dann habe ich uns den Bogen schon abgenommen. 2x13. Das nehmen wir mal als Vorbereitung mit. Vielleicht auch nur einmal 13. It's over. Vielleicht auch einmal volle Möhre. Könnte auch sein. As expected. Ja, nee, eben nicht. Ich habe das anders erwartet, beziehungsweise geplant. Oh, jetzt können wir aber schon. Der Bogenschütze. Wir pirschen uns hier mal nur einen nach vorne. Bleiben noch im Gebüsch stehen. Und rücken aber auf jeden Fall mit Linhardt schon mal ein Stück nach. Unterstützen. Purgativ. Edelgard! Jetzt verschwende ich das Purgativ und später brauchen wir es. Pass auf.
Dann stehen wir dumm da. Raphael ist... dieser Faustkämpfer passt halt auch einfach so zu Raphael. Allein von seiner Statur her. Von seinem Charakter her vielleicht nicht. So, sehr schön, dass das daneben ging. Das freut mich, da trinke ich mal was drauf. Oder haben wir eine gepanzerte Einheit? Aber wir haben ja magische Einheiten am Start. So. Also den hier werde ich mit Hübi rausnehmen, auf jeden Fall. Was machen wir hier drüben? Was hast denn du für eine Reichweite? Bis da. Wollen wir uns denn dann mal ein bisschen hier so aufstellen? Der Lanzenkämpfer kommt, der Maya. Hier kommen sie alle. Vielleicht nicht das Klügste. Ich markiere mal von den Herrschaften. Ich meine, die sollten sich... Ich weiß nicht, ob die sich im nächsten Zug schon bewegen. Oder erst im übernächsten. Aber wir sollten auf jeden Fall die drei hier versuchen, möglichst aus dem Weg zu räumen. Was aber gar nicht so einfach ist gerade. Ja, Petra müssen wir sowieso so oder so erstmal nach hier oben holen. Und ihr mal das Schwert ausrüsten. Das müssen wir auch mal reparieren, langsam aber sicher. Toran hat ja eins mehr Reichweite, ne? Sind das beides gepanzerte Einheiten? Oh, okay. Also den Bogenschützen möchte ich jetzt auf jeden Fall rausnehmen mal. Und ich glaube, hier unten das Feld gehört eh nur dem Lanzenträger. Wenn ich den rausnehme, ja, okay. Perfekt. Dann können wir doch. Bernadetta, doppelst du den? Ich glaube es ja nicht, ne? Nee, glaube ich mal ganz richtig. Sieben, das ist ja auch ein bisschen dünne. Findest du nicht, Ferdi? Was ist da los? Ferdi-Prinz, was geht? Wir könnten aber Edelgard... Können wir nicht, das taugt alles nix. Vierzehn. Zweimal 7 macht 14. Gerade egal. Entschuldigung, wenn ich jetzt hier wieder rum überlege, aber ihr kennt das, ich verteile Erfahrungen so gerne gleichmäßig. Ihr kennt das ja. Was ist denn... Wenn ich Casper hier hinstelle, kommen sie alle, ne? Ja, das war ja die Kacke. Die will ich halt echt noch nicht unbedingt triggern da oben. Das muss wirklich nicht sein.
Bernadetta machte doch nur 12 mit dem Bogen, oder? Nee, das war mit der Lanze. Bogen habe ich gar nicht ausprobiert. 11. Stahlbogen 14. Nehmen wir Stahlbogen. Und ein Kaschbach. Wunderbar. So. Eisenbogen, Stahlbogen mache ich natürlich. Triff. Sehr gut. I won. I did. Läuft? Bernadetta, der da läuft. Nee, ich will nicht angreifen. Ich will warten. Ich will Ferdinand hier hinstellen. Ich will warten. Dorothea hier hin und will auf jeden Fall dem schon mal eine drücken. So. Hübi. Nimm den mal weg. Mach den mal weg da. You could have at least tried. So. Stellt sich die Frage. Den deaktivieren und an die Ecken stellen. So. 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 Sehr schön. Autsch. Autschen. So, der zweite wird auf Kasper gehen. Oder einfach auf Raphael. Und der macht zweimal einen Schaden. Okay, hier haben wir aber... Oh, sehr schön. Die kommen auch schon. Es läuft gut. Der Kampf läuft wesentlich besser als der letzte auf der Map. Aber da waren es auch Schwertkämpfer. Und haben, die haben gedoppelt und ich habe schlecht gespielt. Sehr schön. Okay, dann können wir hier jetzt auf jeden Fall erstmal dir's alles deaktivieren. Nicht wahr? Und können auf jeden Fall diesen räudigen Magier einfach mal wegfetzen. Was hast du für eine Magie, Junge? Nosferatu. Nosferatu! Ach, Kind. Mal ganz kurz gucken. Ob sie den wenigstens rausnimmt. Den nimmt sie raus. Okay. Pass auf. Kasper kriegt bestimmt ganz schön. Der frisst bestimmt ganz schön 9. Okay. Hubert. Nimm den erstmal raus. Hardly worth my time. So, jetzt haben wir Hubert auch leveltechnisch super nachgezogen. Magie und Geschwindigkeit, das sehe ich gerne. Schätzelein, das sehe ich gerne.
Oh. Wobei ich überlege, mit Linhard vielleicht eher zu heilen. Gut, Raphael, dadurch, dass man mit den Handwaffen doppelt angreift, wenn man den Kampf initiiert, killt Raphael den nur auf jeden Fall mal. Und wir würden den killen und würden auch nur einen Schaden bekommen. Das mache ich jetzt mal. Da haben wir die Mage-Gefahr. Also ich sehe immer jeden Magier oder jede Magieeinheit sehe ich immer als potenziell akute Gefahr. Holy shit. Das würde ich auch so sehen. Wir leveln ziemlich gut Stärke und Magie, ne? So, dann machen wir das hier drüben. Na, wir gucken mal. Im Zweifel nimmt den halt doch Raphael mit. Dorothea. Wie ist denn? Ganz gut, ne? Machen wir. All roses have thorns. Sehr well, schön. Like what you see. Ja, mag ich sehr. Mag ich sehr. So, Bernadetta haben wir gesagt. Du packst den ja. Anywhere I can hide. Auch Stufe 8. Wow, did. Ja, du bist stärker geworden. Das war auch ein ganz ordentlicher Level-Up. Petra. So mal 16 mit dem Stahlschwert. Gib ihm! I will not be stopping. Disappointing, but I will not misplace my heart. Petra hat schon eine recht hohe Geschwindigkeit, Stärke und Behendigkeit. Behendigkeit, das Wort finde ich so behämmert. Wer hat sich das ausgedacht? Kommen wir vielleicht mit irgendwem? Nee, ne? Was hast denn du für eine Reichweite? Können wir dich vielleicht schon mal pullen? Na, pullen noch nicht ganz. Mit Casper könnten wir bestimmt schon pullen. Ich mach das jetzt hier doch mit, Victory. Weil, wie wir sehen, war Linhard doch noch ein Stück weg von Level, von Level 8. Pull ich den jetzt schon mit Casper? Okay, er doppelt uns nicht. Dann pullen wir den schon. Jetzt haben wir die freie Auswahl, mit wem wir ihn killen. Casper Stufe 8. Sehr gut. Casper hat immer noch ein echtes Geschwindigkeitsproblem. Was aber wahrscheinlich auch dem geschuldet ist, dass er ein Kämpfer ist. Ich glaube, die leveln Geschwindigkeit nicht ganz so gut. So, wer darf denn? Level 9, Level 8, Stufe 8. Stufe 8. Ich glaube nur noch Linhard, ne? Raoul, Raphael ist wurscht. Aber Linhard dann bitte mal mit Glaubensmagie. Mit Weißmagie. So heißt es. And I didn't even enjoy it. Fast ein gesamter Balken. If only my research had such results. Goldbeutel! 1800 G!
Schwarzsandstahl. Sehr schön. Also die Mission lohnt sich natürlich. Man kann ein bisschen Gold erspielen, man kann sich hier ein bisschen Mineralien erspielen. Aber die Gefahr, dass man davon levelt, ist halt auch gegeben und dass es dann ein bisschen zu easy wird alles. So, wir haben jetzt alle auf Stufe 8. Das heißt, eigentlich sind wir durchaus bereit für die Mission, aber ich weiß, was auf der Mission auf uns wartet. Deswegen würde ich vielleicht mal gucken, ob wir alle auf Stufe 9 kriegen. Mal gucken, vielleicht machen wir, vielleicht machen wir das nächste Mal einfach noch einen Kampf, einen optionalen. Gut, kriegen wir jetzt in dem Fall nur Fleisch. Naja, schauen wir mal. Ich mache mir da mal Gedanken. Entweder wir machen in der nächsten Folge einen Kampf, also einen optionalen Kampf, oder wir setzen fort und fangen dann mit der Wiedergeburtszeremonie an. Schauen wir mal. Bis hier sage ich erstmal danke fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.